So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für 7 Tage, 7 Stops, ne, 7, guck, wer kann das zählen, wunderbar. So, wir haben jetzt noch was entdeckt, was ganz witzig ist. Das ist ja hier das Schild für den Waldsee. Und auf der Rückseite des Waldsees sieht er sogar noch genialer aus. Guckt euch das mal an. Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber kein genialer Professor dieser Welt kann einen erschaffen. Guckt euch den Fußzeh an und den Käfer dazu. Das sieht doch genial aus. Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Gut, derjenige kennt vielleicht nicht diese essbaren Schokomünzen, die es gibt. Ne? Das ist nämlich voll lecker. Gab es ja auch so mit Kaugummi mal. Aber Scheine, Esspapier, gibt's doch alles. Sieht aber trotzdem genial aus und der Extreme möchte vielleicht, ja, das abfotografiert, mache ich auch gleich noch. Vielleicht kann man das nochmal als einen Extra-Stop einreichen, wenn hier noch was frei ist und da mal zeigen. Plus, wir haben jetzt auf der Rückseite der Abschiedstafel von Würden entdeckt, dass auf der Rückseite einfach Willkommen steht. Und wenn wir jetzt hier die Abschiedstafel einreichen an diesem Punkt und das fotografieren, können wir ja vielleicht das Willkommensschild an den Anfang von Burton setzen, wo wir reingefahren sind, wo gar nichts war. Schon haben wir eine imaginäre LKW-Dröhnung, die vorbeizieht. So haben wir einfach imaginär ein Schild zur Begrüßung, zur Verabschiedung. So kann man das auch machen. Ich meine, die tricksen ja eh alle. Wir probieren das einfach mal aus, ob das durchgeht. Willkommenstafel und Abschiedstafel. Daraus einfach 2 Stops machen. Wir blenden das auf jeden Fall ein. Wir probieren das. Ich hoffe, die Einreichungen reichen aus. Dann wird das eine richtig dicke XXL-Folge. So, wir haben gerade mal durchgezählt. Wir haben jetzt, glaube ich, 16 Einreichungen. Eigentlich gibt es ja nur 7. Da könnte man bei 14 2 Folgen machen, wenn man noch 5 finden, können wir vielleicht 3 Folgen draus machen, dass es nicht so lange wird. Wir haben jetzt was gefunden, mitten in Burton, ein Schlauchhaus. Habt ihr sowas schon mal gehört? Klingt schon wieder wie ein Bordell, das Schlauchhaus, wo die Schläuche getrocknet werden. Das klingt auf jeden Fall sehr lustig. Wir zeigen euch das aber mal hier. Das steht nämlich mitten an der Straße und geht so hier empor. Das ist auf jeden Fall cool, deswegen hat es auch so viele Türen, dass da jeder seine Schläuche reinhalten kann. Mittlerweile ist das ja aber eine Bushaltestelle, wie man sieht. Darf halt nicht unbedingt das Bushaltestellenschild drauf sein. Es geht ja um die Geschichte dahinter. Was ganz cool ist, hier steht auch einfach mal, hier erhalten Sie Ihre Rundschau, Bruder. Wenn die eh hier kostenlos sind, dann guck, da liegen ganz viele drin. Wer mehr nimmt, ist ein Huso. Deswegen, wir nehmen uns einfach mal eine Rundschau mit. Das habe ich nämlich noch nie gesehen. Das finde ich sehr cool. Und die Decke wurde angeblich also nachträglich hier reingehangen. Die Schläuche wurden nach oben durchgezogen, abgehangen, dass das Wasser rausläuft. Also ich würde schon sagen, dass das Wert hat. Das kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Ich sage ja, Burton hat alles, was es sonst nirgendwo gibt. Deswegen denke ich mal, das hat trotzdem gute Chancen. Extreme gibt zwar schon auf und sagt, nö, das ist Quatsch, das wird bestimmt nichts. Aber es war ja mal was und darauf kommt es an. So, wir haben uns jetzt mal ein bisschen hier kulinarisch bedient. Hier gibt es nämlich auch noch das Gasthaus zur Linde. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich in jedem Dorf. Irgendwo ist immer eine Linde und irgendwo gibt es irgendwo ein Gasthaus und dann sagen die, wie nennen wir uns? Gasthaus zur Linde. Habt ihr auch ein Gasthaus zur Linde? Kennt ihr eins bei euch irgendwo im Ort? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier habt ihr auf jeden Fall ein schönes Schild drüber. Gasthaus zur Linde. Hier nochmal in der Schloss Schwarzbacher Schlossbrauerei Edition. Haben wir jetzt fotografiert, ne? Haben noch ein Bild so von weiter weg gemacht. Das Gute ist, heute ist Freitag und am Freitag geschlossen. Jetzt kann man hier noch nicht mal was essen oder trinken, dafür habt ihr hier die Karte. Sonntags Thüringer Klöße mit verschiedenen Braten,
Wiener mit Kartoffelsalat, Bratwurst, zwei Spiegeleier, Würzfleisch, Toast Hawaii, Schinken, Käsetoast, gebackener Camembert, Schnitzel mit Champignons, Thüringer Rostbredel, Hähnchen Cordon Bleu, Strammer Max, Eisbein, Gourmetpfanne, Hackepeter mit Ei und Brot. Was werdet ihr davon essen? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Xtrem ist kurz zu Besuch. Wo, verrat man nicht. Und ja, der Ramses ist so lange auf sich allein gestellt. Da weiß ich leider gar nicht, wie das ist mit Gasthäusern, aber die sprechen ja eigentlich für den Ort, wenn ihr mal in der Nähe seid und Hunger habt und in der Nähe seht bei dem Pogestop, boah, da hinten ist ein Gasthaus, ist vielleicht sogar eine Arena, ihr setzt euch rein, könnt da was essen. Gasthäuser sind ja nicht selbstverständlich, gerade auf kleineren Dörfern oder Orten. Jemand muss das ja betreiben. Letztens auch wieder einer, der hatte ein Gasthaus, ist mittlerweile aber verstorben, einfach so aus dem Nichts. Jetzt wird das wahrscheinlich auch dicht gemacht. Also ihr seht, solange wie das da ist, solange wie man da essen kann, solange wie man das genießen kann, solange wie man die Kultur beleben kann, sollte man das auch irgendwo nutzen. Findet man immer schön, wenn das noch so ist. Ihr seid mal auf der Durchreise bei einem kleinen Ort, ihr seht ein Gasthaus, ihr freut euch so dermaßen, dass ihr euch 10 Bier reinschießen könnt, bevor ihr weiterfahrt oder ein Schnitzel dazu. Deshalb reichen wir es einfach mal ein. Wenn es nicht durchgeht, ist es halt auch so. Wir haben ja eh jetzt noch Plätze frei. Und ich reiche so selten ein, weil ich nichts weiß. Jetzt probiert man einfach mal. Wenn es Verschwendung ist, ist egal. Die wären eh verschwendet gewesen, wenn sie gar nicht eingereicht werden oder verfallen. Deswegen nimmt man einfach mal alles mit, was man jetzt sieht. Wir sind mal gespannt. Heute trauen wir uns was. So, in Würten gab es im Prinzip nichts mehr. Deswegen, ich habe letztens 3 Sachen noch in Hibu entdeckt. Da wollte ich sammeln, bis ich 7 habe. Wir haben jetzt aber noch 3 Stück offen, dass wir direkt wieder 7 zusammen haben. Deswegen habe ich gesagt, wir können ja einfach die restlichen 3 in Hibu machen. Ich zeige dir, was ich meine. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Park. Und der Kanal, der sonst immer so schön aussah, da konnte man draus trinken, ist einfach nur noch grün und schleimig. Guckt euch das an. Dann denkt man, es ist einfach nur eine große Wiese. Dabei ist es einfach nur noch schleimig, grün. Sieht richtig pervers aus. Waldmeisterbrause. Reicht das mal ein als Green River? Das geht natürlich nicht, außer ihr stellt ein Schild davor, wo drauf steht Green River. Schmeckt nach Waldmeister, in die Beschreibung rein. Das wäre auf jeden Fall genial. Und es fängt an zu regnen. Super. So, und das meine ich hier im Park. Am Park hinten gibt es nämlich einen Eingang mit einem Schild. Aber hier ist eine Arena, das ist die Brücke hier. Zeige ich mal kurz so. Das ist die Brücke, genau. Das ist eine Arena und hier hinter der Brücke ist nämlich noch diese Parkordnung, Schlossparkordnung. Und ich finde, das könnte man doch auch mal einreichen. Das geht bestimmt auch durch. Muss man halt ein Stück zur Seite schieben, dass das hier nicht auf die Brücke drauf fällt und die Brücke einreißt. Aber das macht der Xtrem schon. Das ist nämlich für ihn übrig. Ich habe meine ja schon alle durch. Er kriegt das sicherlich hin. Blende ich euch wieder ein und wir suchen dann noch die blöde Bank, die schon 2-mal nicht durchging, aber ihr habt gesagt, aller guten Dinge sind 3. So, wie gesagt, aller guten Dinge sind 3. Ne, das ist 4, egal. Aber hier ist die Hiltrud und Horst Walter Gedenkbank, eine Ehrenbank, wie auch immer. Die leben ja sicherlich noch, aber das ist zu Ehren von Hiltrud und Horst Walter. Veilsdorf, der 9.12.2009 in Blut geschrieben. Und wenn ihr das googelt, diese Namen, dann findet ihr einen fetten Artikel dazu, was für bedeutsame Bürger das waren, sind. Und weil die in Hibu jetzt hausen, in Hibu hausen, ist diese Bank zu Ehren gespendet worden, aufgestellt worden. Ich verstehe nicht, wieso das nicht durchgeht. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Könnt ihr euch hinsetzen. Sieht schön aus, sieht schick aus. War letztens Graffiti drüber, haben sie wieder abgemacht. Da war die ganze Bank auf einmal weg. Wir probieren es einfach. Vielleicht klappt es ja dieses Mal, jetzt ohne Haare. Ne? Vielleicht haben die Haare sonst immer in das Bewertungsbild reingehangen. Egal. Wir haben noch ein was, noch ein komisches Denkmal. Und diesen Brunnen übrigens, den ihr hier seht, den habe ich ja auch mal eingereicht. Da stand dann aber einfach nur da Duplikat. Obwohl der hier nicht ist. Entweder ist der in Ingress oder der ist woanders. Im Inzest, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der nicht in Pokémon Go. Wusste ich auch nicht, ich habe ja keinen Ingress. Aber ein
Gedenkstein, ein Denkmal, haben wir auf jeden Fall noch, was bisher wahrscheinlich noch niemanden aufgefallen ist. So, und jetzt haben wir auch den letzten, siebten Stop für diese Folge beziehungsweise den 21. Stop für unsere Tour gefunden, den wir einreichen. Der ist ganz unscheinbar. Wenn ihr nämlich hier die Hauptstraße so lang gurkt, ist hier so eine Brücke. Und wenn euch schlecht ist und ihr euch aus dem Fenster hängt, seht ihr auf einmal hier dieses, keine Ahnung, Vogelhäuschen. Nein, das ist hier irgendwie was Kirchliches, was Christliches, was Gläubiges. Da hängt auf jeden Fall irgendwie ein Jesus am Kreuz. Da stehen zwei Bodybuilder daneben, die den beschützen. Alles klar. Habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Ist mir zufällig aufgefallen. Das hängt hier so rum im Gebüsch. Jetzt würden die Leute sagen, das ist kein sicherer Zugang, weil die Leute dann hier runter springen und von da unten raiden wollen. Aber selbst wenn ihr hier steht, kommt ihr ja daran. Das ist so ein breiter Bürgersteig bis zur Straße. Hier könnt ihr an die Seite gehen, hier könnt ihr reinlaufen in die Gasse. Da könnt ihr in Ruhe raiden, ohne dass irgendwas passiert. Das reichen wir auf jeden Fall auch mal ein. Und dann sind wir, glaube ich, fertig jetzt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.